Es wurde sich gewünscht, ich weiß leider nicht mehr von wem, das Thema Schulzeit. Ja? Über das Thema Schulzeit können wir auf jeden Fall gerne mal sprechen. Ist, sage ich euch ganz ehrlich, ein schwieriges Thema. Und damit starten wir nämlich gleich auch in das Thema Real Talk Schulzeit rein. Ich habe ja irgendwie auch ein bisschen Vorbildfunktion. Aber ich bin auch jemand, der das ausspricht, was er denkt. Und ich schildere einfach mal meine Zeit und das, was ich durchgemacht habe. Vielleicht gehen wir auch noch so ein bisschen Richtung Schulzeit, Ausbildung und so weiter. Erstmal vorweg, bevor ich in Details gehe, ich habe die Schule gehasst. So. Ich war trotzdem ein guter Schüler, da gehe ich gleich ins Detail drauf ein. Aber für mich war Schulzeit Horror. Und was mir immer wieder in den Hinterkopf kommt, ist dieser Spruch der damaligen Eltern, der Leute, die aus der Schule raus waren, der Omas. Mein Junge, du wirst dich in deinem Leben noch an die Zeit der Schule zurückerinnern und wünschen, du könntest wieder in die Schule gehen. Bullshit, Leute. Wer von euch ist hier, sagen wir mal, aus der Schule raus, also Ü20, Ü25 und vermisst die Schule? Eins im Chat, zwei im Chat, wer sagt, boah, zum Glück bin ich mit der Scheiße durch. Patz, vielen Dank für den Twitch Prime Sub. Ich bin ganz klar Kandidat 2. Krass, ihr wünscht euch die Schule zurück? Heftig, aber finde ich gut, dass wir auch andere Leute dabei haben. Die Zweien sagen, nie wieder Schule, Einsen wünschen sich die Schule zurück. Dan the Man, 4829, vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Ich überschlage das mal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, wir sind hier bei 50-50. Ja? Meine Meinung, alle, die sagen, ich wünsche mir die Schulzeit zurück, ihr macht irgendwas ganz gewaltig falsch in eurem Leben. Leute, die jetzt in einem festen Job sind und sich ihre Schulzeit zurückwünschen, die machen irgendwas falsch in ihrem Leben. Die müssen irgendwas in ihrem Leben ändern. Warum? Weil jetzt seid ihr an einem Punkt, wo ihr theoretisch viel, viel freier seid und freier entscheiden könnt als damals. In der Schulzeit, in der Schule, ja, wart ihr minderjährig, ihr hattet eine Schulpflicht. Ihr wurdet quasi gezwungen dazu, in die Schule zu gehen. Ihr wurdet gezwungen dazu, für den Test zu lernen, für Deutsch zu lernen, für Chemie zu lernen. Ihr wurdet dazu gezwungen von euren Eltern, von dem Staat und so weiter. Das ist Fakt, Leute. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Es ist Fakt, ja. Jetzt seid ihr an einem Punkt, wo ihr euch selbst für euren Job beworben habt, wo ihr selbst beim Bewerbungsgespräch wart, wo ihr selbst euren Arbeitsvertrag unterschrieben habt und wo ihr selbst jeden Tag euch dazu entscheidet, zu eurem Arbeitgeber zu fahren. Ja? Das heißt, wenn ihr euch die Schulzeit zurückerwünscht, was läuft denn dann jetzt falsch in eurem Leben? Ja? Was müsst ihr denn vielleicht dann mal ändern? Müsst ihr vielleicht einen neuen Job machen? Müsst ihr vielleicht einen anderen Weg einschlagen? Whatever. Da will ich gar nicht zu sehr ins Detail reingehen, aber meiner Meinung nach, alle Leute, die sich jetzt die Schulzeit zurückerinnern, nee, laufen am Leben vorbei, ist Quatsch gesagt, aber ich bin absolut jemand, der sagt, Schulzeit Bullshit. Nein, nicht Bullshit. Sondern ich finde die Zeit, in der man arbeitet, auf jeden Fall viel, viel besser, weil ihr viel, viel freier seid. Klar, ihr müsst 8 Stunden arbeiten am Tag. Ja? Aber Schulzeit, mal realistisch überlegt, lasst mal die Ferien weg. Ja? 8 Stunden Arbeit am Tag. Die Frage ist doch aber auch, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber ist egal. Wie viel Geld braucht ihr denn im Leben? Ja? Vielleicht arbeitet ihr einfach mal auf 30 Stunden. Ja? Müsst dann vielleicht eure Ausgaben runterfahren und so weiter. Es zwingt euch niemand, 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Der Einzige, der euch zwingt, 8 Stunden am Tag zu arbeiten, seid ihr selbst. Und jetzt kommt mir nicht mit, ich muss aber auch die Wohnung bezahlen, ich muss aber auch meine Kinder ernähren und so weiter. Das ist alles Bullshit, das sind alles Ausreden. Natürlich müsst ihr die Wohnung bezahlen. Ja, ja, aber die Wohnungen sind so teuer hier, dann zieht woanders hin. Ja? Die Sachen, die eigene Bullshit-Story, die ihr euch immer wieder erzählt, warum ihr jetzt da hingehen müsst. Es gibt so viele Leute, die euch das Gegenteil beweisen. Es gibt so viele Leute, die alleinerziehend sind, die Kinder haben, keine Ahnung was, und trotzdem irgendwie es geschafft haben, sich ein Leben aufzubauen, mit dem sie zufrieden sind. So, also Leute, wenn ihr unzufrieden seid und zurück in die Schule wollt, denkt mal drüber nach. Lasst es einfach mal wirken, ja? Ob da vielleicht nicht irgendwas falsch läuft und ihr nicht vielleicht diese scheiß Ausrede, die ihr euch selber sagt und sagt, damals war alles besser, mal über Bord werfen wollt, weil die Vergangenheit könnt ihr nicht ändern, ja? Die Vergangenheit könnt ihr einfach nicht ändern. Ihr kommt auch nicht wieder zurück in die Schulzeit. Das ist Bullshit, das Ding ist durch. Ja? Ihr braucht nicht die ganze Zeit sagen, Schulzeit war geiler, Schulzeit war geiler. Scheißegal, bringt euch nichts, diese Aussage. So, jetzt aber zurück in die Schulzeit. Also ganz kurz, ich mache einen kurzen Abriss, was ich durchgemacht habe, bis an dem Stand, an dem ich jetzt bin. So,
Ich bin damals ganz normal in die Grundschule gegangen, ja, bis zur 4. Klasse, ab der 5. Klasse Realschule. Ich komme aus Sachsen-Anhalt ursprünglich, Magdeburg, bin da 5. bis 6. Klasse in die Realschule gegangen. Dann war es bei uns so, dass man sich dann entscheiden musste, geht man aufs Gymnasium oder bleibt man auf der Realschule. Ich bin aufs Gymnasium gegangen, 7., 8., 9. Halbjahr. Tom, 1703, vielen Dank für deinen Twitch Prime Sub. Bin dann runtergegangen, abgegangen vom Gymnasium, habe das Ganze abgebrochen, auf die Realschule, habe da quasi noch das Halbjahr fertig gemacht für die 9. Klasse, habe dann 10. Klasse gemacht und dort meinen erweiterten Realschulabschluss, habe den mit einem, bei uns gab es damals den erweiterten Realschulabschluss. Das heißt, man hat einen Realschulabschluss gemacht und ab einem gewissen Notendurchschnitt, ich glaube, alle Angaben ohne Gewähr, ab 1,9 Notendurchschnitt war es dann automatisch ein erweiterter Realabschluss, war eine Art Belobigung. Ich habe damals einen Notendurchschnitt auf der Realschule von 1,6 gehabt. Ich habe aber auch auf dem Gymnasium in Chemie eine 5 gehabt und in Englisch eine 4. Chemie und Englisch waren meine beiden absoluten Hassfächer. So. Englisch aus dem Punkt, weil ich es damals einfach nicht brauchte, weil ich es nicht angewandt habe. Jetzt bin ich froh über alles, was mit Englisch zu tun hat, weil ich es halt brauche. Ja, ich spreche auf Madeira nur Englisch. So, auch wenn mein Englisch vielleicht nicht das Beste ist, ich komme aber durchs Leben. Die Leute verstehen mich, ich kann E-Mails schreiben, ich kann mir Mietwagen buchen, ich kann alles machen. So, ja, da muss, scheiß drauf, ich bestelle mir irgendeinen Kram. Wenn ich 10-mal die Sachen falsch ausspreche, dann ist es so. Das ist wieder so ein, ihr müsst über euren eigenen Schatten springen, dass euch Sachen nicht peinlich sind. Und ihr müsst aber auch lernfähig sein. So, ja. Kurzes Zwischenbeispiel, ich war mit Jody, Philipp, Max und Mo unterwegs und habe mir immer eine vegetarische Suppe bestellt. Und nach 3 Tagen sagen sie mir, dass das Ding Vegetable Soup heißt. Und ich habe immer Vegetable, keine Ahnung, ich habe doch so ein E da irgendwie reingebaut, also so wie man es schreibt. Ja? Manche Leute sagen jetzt, oh scheiße, ultra peinlich, ich spreche das seit 3 Tagen falsch aus. Ich war in dem Moment mega zufrieden, weil ich wusste, okay, danke, es sagt mir jemand, ich spreche die ganze Zeit diese Scheiße falsch aus, wieder was dazugelernt. So, das zum Thema Englisch. Übrigens, weil ich es gerade gesehen habe, 2. Fremdsprache, es gab auch noch Französisch. Ich bin jemand, der Fremdsprachen generell nicht gut kann, so, oder nicht gern mag, nicht lernen. Ich bin froh über Englisch, finde Englisch auch gut, aber schulmäßig gesehen, damals noch Französisch auch völlig reingeschissen, ich glaube zwischen 3 und 4. Und das waren die Gründe, warum ich runter bin vom Gymnasium. Wir können auch gerne nochmal Detailfragen dann später machen, wenn euch das interessiert, was da wie wo genau war. Aber wir reißen ja mal erstmal ganz kurz das Ding ab. Ich brauche kurz Strom, Moment. So, dann ging es weiter. Ich überlegt, okay, 10. Klasse Abschluss, was mache ich jetzt? Ja, 18 Jahre. Spiel noch im Dreck mit Lego, keine Ahnung. Ja? So. Ich wusste nicht, was ich machen will. Und ich werde jetzt mal Informationen, wirklich Detailinformationen droppen, die ich glaube ich so noch nie gesagt habe, weil es waren deutlich mehr Steps in meinem Werdegang. So. Und die kann ich jetzt wirklich mal hier im Livestream wirklich im Detail raushauen. Danach, 10. Klasse, bin ich an ein Fachgymnasium, ja? Fachbereich Informatik, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen wollte. Ja? Und Fachbereich Informatik war so, dass ich glaube ich, ich brauchte eine 2. Fremdsprache, konnte aber dort, glaube ich, Spanisch wählen und hatte die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fange wieder bei 0 an. Französisch hatte ich verkackt, das heißt, Englisch lief weiter, aber ich fange bei Spanisch bei 0 an. Es war aber auch mehr so ein Ding, sage ich ganz ehrlich, wo so ein bisschen meine Mom auch gesagt hat, ja, okay, komm, willst du nicht das machen, passt und so weiter. Ich so, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, Ausbildung, okay, ich gehe halt aufs Fachgymnasium. Das heißt, vom Gymnasium runter, Realschulabschluss gemacht, wieder rauf aufs Gymnasium, aber Fachgymnasium. Hab das gemacht, habe aber ungelogen, nach 3 bis 4 Wochen, ach, lass es 6 sein, keine Ahnung, ziemlich schnell gemerkt, never. Ich war sofort wieder in den Modus drin, wo es mir schlecht ging und ich sagte, nee, komplette Scheiße, hab ich gar keinen Bock drauf, will ich nicht. So, das war jetzt aber an dem Punkt, ihr müsst ja wissen, Schuljahr fängt immer an, August oder sowas. Das heißt, ich war im Oktober an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich kann das nicht. So, ich will das auch nicht. So, das war von mir, es war klar, wo ich gesagt habe, ich ziehe das nicht durch, das bin ich nicht, will ich nicht. Das heißt, plötzlich mitten, ne, Ausbildung haben wir alle im August auch schon angefangen, im Oktober stehe ich da und denke so, scheiße, was machst du? Ja, ne, mit 18, keine Ahnung, wie der letzte Hämpfling, keine Ahnung vom Leben, ich meiner Mom da halt die Ohren voll gehört, ich so, ich kann das nicht, scheiße, was machen wir jetzt, was fangen wir mit mir an? Okay, was machen wir? Ich hatte vorher, ich weiß gar nicht wann, irgendwann schon mal ein Praktikum gemacht als Kfz-Mechatroniker in einem Autohaus. Ich weiß nicht, ob das vorher war, ob das danach war.
Es kann sogar sein, dass das in dieser Zeit war, wo ich auf dem Fachgymnasium war und mich freistellen lassen habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Punkt, wo ich gesagt habe, Kfz-Mechatroniker. Geil. Autos. Du fährst eine Furious, Alter. Toyota Supra. Yo. Herr Meinecke hat sich beworben. Herr Meinecke wurde auch angenommen. Allerdings jetzt nicht beim Edeltuner, sondern bei einer kleinen Ranzwerkstatt. In einem Dorf. Na, in einer Kleinstadt, sagen wir mal. Bei Burg. In einer schönen LKW-Werkstatt in Autobahnnähe. So, ja, mal ein klein bisschen Storytime hier. Da wurde ich angenommen, weil war ja auch nichts mehr frei. Ja. Wie willst du im Oktober noch irgendwo in der Ausbildung reinkommen? Herr Meinecke, der alte Lehrling, fängt an mit dem Blaumann gefühlt, fängt da jedenfalls an. So, wie der letzte Lappen. Das war eine Scheiße, Leute. Das war eine Scheiße. Da warst, wie du es dir vorstellst, bist du wirklich der letzte Lappen da. Da sind dann so Aktionen wie, ja, unterm LKW, mach mal die Schraube auf, guck mal, was passiert. Machst du Schraube auf, läuft dir die ganze Öl in die Schnauze rein und alle, okay, wir gehen erstmal eine rauchen, ich gehe mal meinen Spind, alles überall voll mit Tittenbildern. Also so richtig Klischee, wie man es kennt. Ja? Es war einfach nur Scheiße, es war räudig, ich war nur am Fegen, nur am Rotze machen. Ich habe draußen irgendwelche Container im Regen abgeschliffen. Ich habe tagelang LKWs gewaschen, komplette Scheiße. So, wir hatten Oktober. Ungefähr, ne? Oktober geht um, November geht um, erstes Mal Berufsschule geht um und dann gehen wir in die Weihnachtszeit rein. Mitte Dezember, also 2,5 Monate später. 2,5 Monate später bin ich wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich muss jeden Tag nach Burg von Magdeburg aus mit dem Zug hinfahren, mit dem scheiß Fahrrad zum Bahnhof, in der scheiß Kälte, mit dem Kackding noch eine halbe Stunde zum... Ich war einfach nur gefickt. Mein Leben war einfach nur gefickt. So, ja. Und ich habe gesagt, okay, ich bin ich nicht. Ich kann das nicht. So, ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich will das nicht. So. Meine Mutti, alte Ehrenfrau, man kennt sie, hat gesagt, okay, wir können den Jungen da nicht kaputt spielen bei den Assis da. Wir können den Jungen bei den Assis da nicht kaputt spielen lassen. Mit Öl im Auge, kriegt er noch hier Corona oder so einen Scheiß. So, das heißt, ich bin kurz vor Weihnachten Kündigung geschrieben. Und ja, da war ich, was war ich da? Ich war 18, glaube ich. Ich war 18, um Weihnachten rum Kündigung, und da stand ich da. So, und dann war ja klar, okay, es war klar, okay, ich will eine Ausbildung machen. Was mache ich für eine Ausbildung? Erstmal noch keine Ahnung davon. Aber Ausbildung fange ich erst ein halbes Jahr später. Ja. Das heißt, halbes Jahr lang erstmal ein Lenz gemacht. Muss ich ehrlich sein. Ich habe ein halbes Jahr lang, war ich zu Hause, habe Hardcore Computer gespielt, Counter-Strike, ja, teilweise nachts durchgezockt, ja, ESL gespielt, keine Ahnung was. Habe mich aber, muss man dazu sagen, auch bisschen um Ausbildung suchen gekümmert und so weiter. Jetzt kommt der Real Talk hier raus. Die Storys kannte der alle noch nicht. Ne? Habe mich auch so ein bisschen um den Ausbildungskram und so Scheiß gekümmert. Mit meiner Mama auch zusammen. Die hat mich in der Zeit ultra viel unterstützt. Hier, Kommentar sehe ich, du Opfer mit XD. Wegen dem XD lasse ich das mal so stehen. Ist egal, Leute. So, und jetzt kommt's. Ihr wisst ja, Leute. Ihr wisst ja, was ich dann für eine Ausbildung angefangen habe, ein halbes Jahr später. Und zwar habe ich die Ausbildung zum Bankkaufmann angefangen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ja? Aus der Drecksgrube zum Bankkaufmann. Und ich sage euch ganz ehrlich, mit 18 Jahren keine Ahnung vom Leben gehabt, aber die Idee war, okay, wir brauchen was anderes. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen irgendeinen Ausbildungsberuf, der nice ist. Und wie kam ich auf Bankkaufmann? Jetzt ohne wirklich Real Talk, wie kam ich mit 18 Jahren von Kfz-Mechatroniker auf Bankkaufmann? Haltet euch fest. Gegenteil. Was ist das Gegenteil vom Kfz-Mechatroniker mit LKWs im Ranzloch? Bankkaufmann. Schönen Anzug an. Bist du schön exquisit. Bist du am Schalter. Heizung an. Schön ein bisschen warm auch draußen. Ja? Schön ein bisschen Geld hier. Bank klingt erstmal auch nach Money. Die haben auch ein bisschen Geld. Ja? Das heißt, ich habe gedacht, pass auf, Bankkaufmann ist doch was, ist erstmal was Grundsolides, Wirtschaftliches. Können wir doch machen. Ja? Ja, und dann habe ich mich tatsächlich für Bankausbildungen und auch für Versicherungs,
Sachen beworben und auch Einstellungstests gemacht und so weiter. Und ich habe mich in ganz Deutschland beworben, Leute. Ja? Ich, zu dem Zeitpunkt damals ist noch eine extra Story, die können wir mal andermal droppen. Ja? Könnt ihr euch mal merken, wenn euch das interessiert. Habe ich freundeskreismäßig war ich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann auch gern mit 18, war das immer noch, beziehungsweise doch mit 18 habe ich die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich verlasse meine Stadt, wo ich aufgewachsen bin und ziehe alleine für eine Ausbildung irgendwo anders hin. Überall beworben, in keine Ahnung, was ich, in Stuttgart, Frankfurt, in Berlin, sonst was, Bewerbungsgespräche gemacht und so weiter und hatte dann eine Zusage von der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart. Da habe ich ein Assessment Center gehabt, weiß ich auch noch, es sind noch andere Stories, die kann ich auch immer noch mal erzählen, wurde dort jedenfalls angenommen und habe mich dafür entschieden, weil das einfach, das war, ne, also muss man auch noch überlegen, ist ja theoretisch dann Westdeutschland, ich habe nichts mit Westen und Osten, trotzdem ist es immer noch so ein bisschen behaftet, aber das war dann eine andere Welt. Das war einfach, du allein schon bei diesem Vorstellungsgespräch, bei diesem Telefoninterview, bei dem, wie das ablief, was du für Informationen von denen bekommst, einfach wie diese Firma, wie diese Bank aufgebaut hat, das war einfach professionell. Du wusstest, da sind Leute, die haben Ahnung, die sind gut drauf, die haben ein bisschen was im Kopf. Ne? Das war das Gegenteil zu, ja, ich habe eine Fluppe hier, meine Hände sind dreckig, ich ziehe einen Blaumann an und jo, und da schreibt man den Scheiß hier, Azubi, geh mal kehren und keine Ahnung was. Ja, dann habe ich die Bankausbildung angefangen. Dann habe ich in der Bankausbildung irgendwann gemerkt, so nach anderthalb Jahren oder so, okay, ich will mein ganzes Leben lang auf jeden Fall nicht hier bleiben. Ja, ich habe so ein bisschen damals noch in die Immobilienrichtung reingeschnuppert, weil ich das sehr spannend fand, weil ich so dachte, okay, vielleicht gehst du in Richtung Immobilienmakler, weil Immobilien, ohne Scheiß, ihr merkt es an den Roomtouren, Immobilien finde ich geil. Ich weiß nicht warum, Immobilien interessieren mich irgendwie, die sind so handfest, damit kannst du was machen. Ja, Aktien war immer so, Aktien, da Kurse, DAX, bla, hoch, runter, fiktiv, Anleihen, Anwertschaften, juckt nicht. Ja, so eine schöne Immobilie, das was Handfestes, da kannst du gucken, da kannst du machen, da kannst du wohnen, da kannst du kochen, geil. Immobilien hat mich interessiert, aber ich habe irgendwann dann gemerkt, okay, das ist es nicht, aber da war für mich der Punkt klar, nee, das Ding ziehen wir jetzt durch. Ja, das Ding ziehen wir nicht aus. Wie gesagt, bin 18 nach Stuttgart gezogen, ca. 500 Kilometer alleine, damals in der WG, mit noch drei anderen Bankauszubildenden zusammen. WG-Zeit kann ich auch gerne nochmal Stories droppen. Ist auch eine ganz, Stuttgart ist eine ganz, ganz andere Zeit. Das führt jetzt zu weit. Aber ja, da habe ich die Bankausbildung gemacht, habe dann, wie gesagt, mich irgendwann dazu entschieden, okay, das ist es nicht. Und das Beispiel bringe ich immer wieder, die Leute kennen es, aber ich bringe es auch an der Stelle wieder. Wenn ich mir einen Wecker stellen muss, der Wecker klingelt, ich wache auf und der erste Gedanke ist morgens, fuck, ich habe keinen Bock. Und das habe ich Tag ein, Tag aus, da läuft was falsch in meinem Leben. Und da war halt die Zeit in Stuttgart, wo ich gemerkt habe, das ist es nicht. Ich will nicht bei der Bank weiter hier am Schalter arbeiten oder hier Baustoffvertrag, Konto eröffnen, ah, brauchen Sie Kredit, bla bla. Das war mir einfach zu viel Büro, bla, Schalter. Es ist, ganz ehrlich, wenn du in einem Bankschalter arbeitest, ist es nichts anderes, als würdest du an einer Tankstelle, an einem Kiosk oder in einem Supermarkt arbeiten. Du machst auch nur irgendwie piep, 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 zack, 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 piep, piep. So, weißt du? Das war einfach nicht die Erfüllung meines Lebens. Und damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Und deswegen habe ich gesagt, pass auf, ich gehe zur Bundeswehr erstmal, weil dann habe ich einen Anschluss, wo ich direkt rüber kann. Muss ich eh irgendwann hin, 9 Monate, ich bin mal komplett raus. Die ziehen mich eh irgendwann. So, ich werde mich freiwillig und ziehe das Ganze vor. Bin ich zur Bundeswehr, kann auch wieder 1000 Storys noch zu erzählen zur Bundeswehr. Habe dann 9 Monate gemacht, habe mich in der Zeit neu orientiert, war auf verschiedenen Messen, habe überlegt, okay, was mache ich? Und dann kam die Zeit zurück, das halbe Jahr vor Stuttgart. Zocken, Computerspiele. Ja? Ich habe damals sehr, sehr viel auch schon eigene Level kreiert und gebaut, eigene Funmaps gebaut für Counter-Strike und so weiter. Und habe dann quasi für mich entdeckt oder mitbekommen, okay, irgendwer muss diese Spiele auch bauen. Irgendwer muss ja auch diese Waffe, ja, diese AK, die da jemand in der Hand hat, irgendwer muss diese AK ja bauen. So, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe tatsächlich eine Privatschule in Berlin gefunden. Das ist die Games Academy. Ja, soll keine Werbung sein oder unbezahlte Werbung, was auch immer, aber das war die Schule, an der ich war. Da habe ich meine Ausbildung gemacht als 3D-Grafiker für Computerspielentwicklung. Also, für die Leute, die es ganz kurz interessiert, ich habe dort nicht die Level gebaut, ich habe auch nichts programmiert, sondern ich war dafür da, die Assets zu bauen. Also das, was dort alles, was du dort siehst. Ne? Also ganz fiktives Beispiel. Ich habe dort halt einen Tisch gebaut, eine Vase, einen Teppich, einen Schrank, eine Haustür, eine Lampe, einen Fernseher und so weiter.
Und ein anderer, ein Game Designer, hat das dann alles zusammen zu einer Wohnung gebaut. Aber ich bin quasi der Typ gewesen, der die ganzen Sachen gebaut hat. Ja? Stühle, Tische, Autos, whatever. Habe ich euch auch schon öfter mal ja, gezeigt. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, Leute, das ist genau das Gleiche, was ich bei meinen Projekten mache. Mit dem Baumhaus, mit dem Grubenhaus, mit dem sonst was. Aber halt auf einer digitalen Ebene. Habe ich da halt gebastelt. Ja, ich habe Geister, ich habe Nächte durchgebastelt. Ich habe im Studium, Leute, das will ich auch nochmal an der Stelle kurz sagen. Ich habe in diesem Studium, in meinem Spind, hatte ich einen fucking Schlafsack, weil ich jeden zweiten Tag dort übernachtet habe und die halbe Nacht durchgearbeitet habe, weil mir das so viel Bock gemacht hat und weil ich vorankommen wollte. Wie gesagt, es war eine Privatschule, wo man auch viel Geld für bezahlen muss. Das haben ja auch meine Eltern bezahlt und finanziert. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber, dass sie mir das ermöglicht haben, weil alleine wäre das nicht möglich gewesen. Und ich habe dort geisteskrank reingehastelt. Also ich würde sagen, in dem Studiengang, in dem wir waren, wie viel waren wir da? Okay, bei Game Art oder sowas waren wir vielleicht 15 Leute oder sowas. Ja? Und davon war ich mit noch vielleicht zwei anderen zusammen, zu dritt oder so waren wir geisteskrank am Hasseln. Weil das war ein Studium, das ist nicht, du gehst dahin, kriegst alles gelernt und ist gut. Nein, du gehst dorthin, reißt dir deinen Arsch auf und kriegst ab und zu in irgendwelchen Unterrichtseinheiten halt Sachen gezeigt, kannst Sachen zeigen und so weiter. Aber 90-80% bringst du dir dort selber bei, indem du nachfragst oder andere Leuten zeigst und so weiter. Und ich habe da wirklich, ich habe da halt gewohnt in dem Ding, habe da zwei Jahre lang geisteskrank gehasselt. Erstmal ein Y-Food essen. Ja. Und um das Ganze jetzt mal zum Abschluss hier kurz zu bringen, ich habe dann auch in Berlin bei einer Computerspielfirma gearbeitet, und zwar bei Jäger, wird mit Y geschrieben. Und zwar sind das die, die Spec Ops The Line produziert haben. Und ich habe wie heißt dieses scheiß Zombie-Spiel? Ich habe nicht für Spec Ops The Line produziert, weil das war schon draußen zu dem Zeitpunkt, sondern wir haben an einem neuen Spiel gearbeitet. Boah, wie heißt das scheiß Spiel, an dem ich gearbeitet habe? Jedenfalls, wir gucken mal, ob wir das noch rausfinden. Aber die Firma ist dann irgendwann insolvent gegangen, weil der Publisher abgesprungen ist. Ich habe in meinem Studium schon angefangen mit der YouTube-Zeit und habe mich daraus dann komplett selbstständig gemacht. Das war jetzt 7 Days? Nee. Muss ich wirklich mal raussuchen. Habe ich gar nicht im Kopf, welches Spiel das war. Das war jetzt mal ein Thema, eigentlich, wir sind gerade voll abgedriftet. Es war eigentlich gerade war es kein Thema Retalk Schule, sondern es war einfach Retalk Werdegang. Wir switchen, wir gehen nochmal zurück, Leute. Wir gehen nochmal zurück in das Thema Schule. Ganz wichtig, Daisy. Nein, gibt, Leute, wer gerade. Nein, pass auf, gibt mal kurz, wer einen Tab offen hat, Jäger ein, aber J. Nein, sorry. Y-A-G-E-R. Y-A-G-E-R. Das war die Firma. Und dann guckt man nach den Spieletiteln durch. Und da kam nach Spec Ops kam ein Spiel, an dem wir gearbeitet haben. Da, ihr müsst das ja bei Wikipedia oder irgendwo ist es online. Lass es nochmal kurz suchen und dann gehen wir zurück in die Schule. Sonst macht mich das jetzt hier irre. Einfach in einem anderen Tab. Dreadnought war das andere Spiel, an dem ich nicht gearbeitet habe. Das war das Side-Projekt, was andere gemacht haben. Das Side-Projekt, nein, ist ein unveröffentlichtes gewesen. Ey, das müssen wir doch finden. Irgendwas mit Island. Das war auch ein Teil. Dead Island 2. Wir haben an Dead Island 2 gearbeitet. Kennt das jemand von euch? Das ist aber echt geil. Dead Island, ja. Wir haben an Dead Island 2 haben wir gearbeitet. Danke, Leute. Danke. Genau, an Dead Island 2 haben wir gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile draußen ist. Keine Ahnung. Aber ich schwöre euch, ich glaube, wenn es draußen ist, ich habe noch die ganzen Screenshots von den ganzen Modellen, die ich gearbeitet habe. Aber wenn Dead Island draußen sein soll, Dead Island 2 draußen ist, würde es mich mal mega interessieren, ob es ist draußen, ob meine Sachen, die ich damals dort gebaut habe, ob die im Game drin sind. Ich habe da ultra viel für gebaut. Haufen Kram für irgendwelche Level, sei es irgendwelche Assets gewesen, die da rumstanden. Was habe ich da alles gebaut, Alter? Ich habe die Sachen alle noch auf dem PC rumstehen, die ich da gebaut habe. Ja. Das wäre echt noch witzig, das mal zu checken, ob meine Assets, die ich da gebaut habe, wirklich tatsächlich irgendwann mal veröffentlicht wurden im Spiel oder ob das alles für die Katz war, was ich da gemacht habe. Egal, wir gehen zurück zum Thema Schule. Ganz wichtig, ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, ich habe die Schule gehasst und so weiter, bla. Was mich so ein bisschen bei Schule stört und auch an unserem Schulsystem stört, ist dieses Thema, du wirst, es gibt viele Bereiche,
die nicht abgedeckt sind, die du aber in deinem Leben als junger Mensch brauchst. Dieses ganze Thema Selbstständigkeit, Steuergeschichten, Anträge ausfüllen, was habe ich für Rechte, was für Pflichten, diese ganzen Sachen werden in der Schule nicht vermittelt. Ja? Das ist zum Beispiel eine Sache. Dann kommt es hinzu, was mich beim Schulunterricht immer gestört hat. Du musst, Chemie interessiert mich nicht. Und ich muss es auch nicht wissen, ich muss es auch nicht verstehen. Und das, was ich in Chemie gelernt habe, kann ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, es gibt ein Periodensystem, es gibt eine Säure und eine Base. Das ist, was von mir in Chemie hängen geblieben ist. Ihr müsst euch mal reinziehen, wenn man das mal durchrechnet, wie viel Lebenszeit ich zum Beispiel in Chemie verbracht habe, wie viel Lebenszeit ich in Französisch verbracht habe, wovon ich nichts mehr weiß. Je ne sais pas, je m'appelle. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Das ist es. Das habe ich aus 2,5 Jahren Französisch. Wahrscheinlich habe ich, keine Ahnung, einen Monat meines kompletten Lebens im Französischunterricht mit Frau Bratsche verbracht. Der will immer erzählt haben, dass wir Kopfschmerzen haben und deswegen heute einen chilligen Unterricht machen wollten, weil wir gerade Chemie hatten und die Dämpfe uns zu Kopf gestiegen sind. Ja? Baguette, danke. Arthur, c'est un perroquet. Keine Ahnung, Alter. Rue de la Guerre. Ja, Eiffelturm. Und das ist halt das, was mich so abgefuckt hat. Ja? Dann muss ich sagen, ich bin ein praktischer Typ. Ja? Also A, bin ich ein Typ, wenn mich Sachen interessieren, gehe ich da geisteskrank rein. Ich lese mir da Sachen durch, ich lerne Sachen, ich bin da einfach voll bei der Sache. So, ich gehe da in den Tunnelblick. Wenn mich Sachen interessieren, ich da Bock drauf habe, ihr seht es bei meinen Projekten, Tunnelblick bin ich voll rein. Wenn mich Sachen nicht interessieren, juckt mich das nicht, das geht nicht mal rein, das prallt ab. Das Trommelfell macht zu. Schulz. Sorry, ich bin gerade in einem kleinen Modus gerade. Deswegen habe ich so ein Ultra-Problem gehabt in der Schule. Ja, je suis Tom. So sieht's aus. Ça va. Deswegen hatte ich so ein Scheißproblem in der Schule mit diesem ganzen Kack, den ich setze mich da in einem Land Französisch, obwohl ich weiß, ich brauche den Scheiß nicht. Ich will den Scheiß nicht. Chemie, geh mir nicht auf den Sack. So, ja. Trotzdem, ja, Vorbildfunktion. Es ist natürlich trotzdem wichtig. Ja. Natürlich ist Schule irgendwie gewichtig. Ihr müsst euch da schon irgendwie durchkämpfen. Ja? Aber im Endeffekt, ihr müsst halt einfach eure Passion finden. Ihr müsst etwas finden, wofür ihr brennt. Ob ihr nur angestellt seid, ob ihr euch selbstständig macht, ist scheißegal, darum geht's nicht. Ja? Aber das ist halt wichtig. Und ihr müsst, so blöd es klingt, ihr müsst euch durchkämpfen. Ja, ist so. Ja? Wenn ihr keinen Schulabschluss habt, ist schwierig, irgendwo eine Ausbildung zu kriegen. Ja, das ist. Welche Realschule in der warst du? Man sollte Fächer aussuchen, die man für seinen Beruf wünscht. Ich finde, man sollte im Schulsystem eine gewisse Basis haben, absolut. Ja? Man sollte auch sowas wie Chemie ein Jahr haben. Ja? Ruhig man muss die Basis ja einmal kennenlernen. So. Aber ich für mich sage, ich brauche keine 5 Jahre Chemie, 4 Jahre Chemie. So. Ich finde bei vielen speziellen Sachen ein gewisses. Natürlich brauchst du ein Grundallgemeinwissen, aber ich finde, manche Sachen gehen einfach zu speziell rein. Auch ganz ehrlich, Mathe. Ich bin ein Typ, ich komme mit Mathe super klar. Ich habe in Mathe war für mich logisch. Mathe war ein Ding, wo ich gut mit klar kam. Auch Rechnungswesen habe ich, glaube ich, 1,0 sogar damals geschrieben. Das waren für mich logische Sachen. Ja? Aber trotzdem kommst du irgendwann an Punkte, wo du sagst, Herr Mathe, sei mir mal nicht böse, aber den Scheiß brauche ich für mein Leben jetzt nicht. Außer ich studiere irgendwas Ingenieurmäßiges, keine Ahnung. Aber dann müsste man sich spezialisieren drauf. Yukinato 91, vielen Dank für den Twitch Prime Sub. So, das ist halt der Punkt. Ja. Und nichtsdestotrotz, natürlich müsst ihr durchziehen, Leute. Ihr müsst durchziehen, so gut es geht, ja, und euch da irgendwie durchmogeln. Ja, natürlich, ihr könnt nicht die Schule hinschmeißen, so. Aber ja, keine Ahnung. Rechnungswesen 6. Thema Schule, fällt mir noch was ein. Ich habe es auch gehasst, Leute. So, ich mache mal das Klassenbuch auf. Wer kennt die Situation, Leute? Hört erst mal zu, wer kennt die Situation? So, sagt mal jemand Stopp. Stopp. Okay, zur mündlichen Leistungskontrolle hinter die Tafel. Fritz, bitte. Ja, sag du mir mal eine Zahl, sag du mir mal eine Zahl, sag du mir mal eine Zahl. 7, 8, 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, zur mündlichen Leistungskontrolle nach vorne bitte. Fritz hinter die Tafel. Puh, Alter, was ist das? Das ist Psychoterror. Klassenarbeiten, Tests, dieser Leistung.
Oh, nee, nee. Überleg doch mal, wie schlimm das eigentlich ist. Frustfressend. Wie schlimm das eigentlich ist, wenn du... Sorry an alle Schüler, wenn ich das jetzt so sage. Aber du weißt, ich schreibe jetzt eine Klassenarbeit in einem Fach, das mich null interessiert. Ich muss mich jetzt da hinsetzen. Ich muss mir diesen Scheiß reinprügeln. Ich brauche den Kack nie wieder. Es juckt mich ein Scheißdreck. Aber ich muss es machen. Ja, das ist ja die Situation. Ja. Wisst ihr was? Durch die mussten wir alle durch. Durch die mussten wir alle durch, müssen wir alle durch. So ist es halt einfach. Und um das Ganze nochmal abzuschließen und jetzt vielleicht eine runde Sache draus zu machen, überlegt euch dann ganz genau, was ihr Job ausbildungsmäßig macht. Und denkt auch dran, es ist nie zu spät, irgendwas nochmal umzuändern, zu machen, keine Ahnung was. Ich bin 30 Jahre alt. Ja, wenn ich jetzt merken würde, das ist es gerade nicht mit der Selbstständigkeit, ich will wieder in den Job rein und keine Ahnung was, dann mache ich das. Und wenn ich ein Jahr später merke, scheiße, ich will wieder was anderes machen, dann mache ich was fucking anderes, Leute. Wir sind in einer Zeit, wo es nicht mehr darum geht, ich mache einen Job, den fange ich an mit 18 oder 20 und den mache ich für mein Leben lang. Sondern, Leute, wir leben in einem Zeitalter, und das müsste eigentlich auch, hätte auch davor schon so längst so sein müssen, wo man leben, Leute, wir wollen leben, ja, und überlegt mal, wie viel Arbeitszeit ihr verbringt. Das heißt, ihr sollt mit euren Aufgaben gut klarkommen, ihr müsst mit eurem scheiß Chef gut klarkommen und ihr müsst mit euren Kollegen gut klarkommen. Und wenn das einfach scheiße läuft, dann müsst ihr das Ganze ändern. Ganz einfach. Und auch diese Scheiße, ja, sorry, wenn ich mir jetzt reinsteige, aber mit diesem, da hast du dann eine Lücke in deinem Lebenslauf. Ah, das würde ich nicht machen. Ah, das ist aber auch nicht so gut im Lebenslauf gesehen, wenn man da jetzt, irgendwie auch zu auf den Job wechselt. Leute, ganz ehrlich, das ist für mich eine ganz klare Sache vom Bewerbungsgespräch. Ja? Weil da könnt ihr argumentieren. Natürlich müsst ihr argumentieren. Ja, sie haben jetzt in den letzten 3 Jahren 3-mal den Job gewechselt. Ja, warum denn? Ja. Ja, da musst du natürlich argumentieren, dass du sagst, dass dir persönlich einfach das Arbeitsklima und das Umfeld das Wichtigste ist, dass du einfach in einem guten Team arbeiten willst, dass du keine Egoisten drin haben willst. Also, ne, dass du einfach darüber natürlich ehrlich redest. So. Und dann ist das, glaube ich, auch kein Problem. Ja? Oder auch wenn du sagst, ja, hier haben sie ein Jahr jetzt nicht gearbeitet, hier waren sie jetzt ein Jahr in Australien, ja, was denn das? Du sagst, ja, war geil, so, hä, ja, natürlich, dann mach doch ein Jahr Auszeit, ja, und jetzt willst du wieder arbeiten, so, jetzt kannst du wieder reinmachen, ja, du musst dafür brennen. Und ich glaube, wenn auch ein Arbeitgeber oder wer auch immer merkt, dass du für etwas brennst, dass du für etwas Bock hast und so weiter, dann haben die auch Bock drauf. Dann juckt doch auch kein irgend verschissenes Zeugnis von irgendwann, wo du in Chemie mal eine 4 hattest. Ja, du musst dich, und da können wir auch nochmal gleich wieder reinstarten, ist wieder ein kleiner Wechsel, aber worauf kommt es an, Leute? Es kommt darauf, dass du dich als Person verkaufen kannst. Ja? Und deswegen ist auch jeder irgendwie ein Verkäufer. Du musst dich verkaufen können. Du musst dich als jemand natürlich verkaufen können, der sagt, okay, ich bin der Beste für den Job, ich habe da Bock drauf, ja, ich bin ihr Mann, zack. Ist einfach so. Und dann scheiß doch drauf, ob du irgendwo eine 4 auf dem Zeugnis hast. Ja? Selbst wenn du eine hast, dann argumentierst du doch schon ein bisschen lässig, knackig, ein bisschen mit dem Augenzwinkern irgendwo in der Bewerbung. Ja? Ich bin auch kein Typ, sage ich euch ganz ehrlich, vielleicht weil ich auch schon so einige Sachen durchgemacht habe, aber auch businesstechnisch, ich schreibe keine mit, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihre Firma gesehen und würde gerne mit Ihnen kooperieren. Mein Name ist Fritz Meinecke und ich bin Webvideoproduzent. Nee. Ich schreibe da auf einer ganz klaren Augen-to-Augen-Ebene. Ja? Wenn ich mit den Chefs von irgendwelchen Firmen zusammenarbeite, wenn ich mit Marketing rede, ich habe da keinen Bock auf dieses ja, ich puste dir Zucker am Arsch und leck dir sonst was aus, ey. Nee, so. Natürlich kommt es immer ein bisschen darauf an, was für eine Position man ist. Und wenn ihr euch natürlich als Bankkaufmann bewerbt, dann könnt ihr auch nicht sagen, hey Kollege, ich hätte Bock drauf. Aber ich bin halt generell einfach ein Freund davon, auf Augenhöhe mit den Leuten zu kommunizieren. Auf einer coolen Ebene, ja, auf einer lässigen Ebene. Aber natürlich kommt drauf an, in was für einer Situation ihr seid. Aber ich zum Beispiel jetzt aus meiner YouTube-Sicht, wenn ich mit einer Firma kommuniziere, so, da gehe ich immer auf Du-Basis. Ja. Da kommt auch mal ein Zwinkersmiley in die E-Mail rein. Auch wenn ich ist mir doch scheißegal, selbst wenn ich mit dem Head of Pro7 oder sowas schreiben würde. Ja, juckt mich doch nicht. So. Ich setze mich mal hier auf den Selfie-Stick rauf und jetzt fahren wir uns mal wieder ein bisschen runter, würde ich sagen, oder? Ja, komplett im Film gewesen. Ich war voll im Film gerade, Leute. Ich habe gar nichts mehr realisiert. Ich habe überhaupt nichts realisiert. Ich war seit bestimmt gerade 45 Minuten nur im Film. Ich habe nur gelabert.